Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodum, zurück zu einem neuen Part. Pokémon die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Jo, so sieht's aus. Wir sind hier in der Siegesstraße und wagen uns weiter voran. Kämpfen gegen diese Trainerin. Kämpfen gegen einige andere Trainerinnen und Trainer und wilde Pokémon in dieser Höhle. Und trainieren vielleicht dort ein wenig unser Pokémon-Team, damit es dann ein wenig reifer und ein bisschen gestärkter in der Top 4 gegen die, also in der Pokémon-Liga gegen die Top 4 antreten kann. Okay, auf geht's! Du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen. Das glaube ich allerdings. Das glaube ich. Sehr wohl. Trainerin möchte kämpfen. Trainerin setzt Nobelikart ein. Okay, Pikachu. Los, Donnerschock. Na komm, das kriegen wir doch hin. Das Nobelikart kriegen wir noch besiegt. Das wird wohl keine schwere Hürde sein. Verzeihung. Meine Stimme schon am Anfang des Parts leicht angeschlagen. Ja, gut. Zahltag. Okay, das bringt sehr, sehr viel. Es liegen überall Münzen verstreut. Ja. Sehr gut. Georg, du bist dran. Dann kennst du halt mal mein stärkstes Pokémon. Irgendwie schon. Geofissur, versuch es mal damit. Kratzfurie, das bringt nicht sehr viel. Ja, einen Stein mit Kratzfurie besiegen zu wollen. Verzeihung, ein Felsen. Ja, Georg ist ja eher ein Felsen. Ein Geofelsen. In der Art. Na komm, setz ein. Der Tag ist nicht effektiv. Aber sitzt ziemlich häufig ein. Geofissur. Das Dominikat ist unversehrt. Warte, gibt's doch nicht. Erzbeben. Na komm. Wir kriegen doch wohl ins Dominikat besiegt. Level 44. Gegen 48. Jo. So geht's. Und da war's noch eins. Ein Vulona. Na komm, her damit. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Vulona. Wär's mal mit Schaufler. Ich versuch's mal mit Schaufler. Hoch zu lieb, bringt nicht viel. 96 KP habe ich noch. Auf das Georg. Ja, aber erstmal wird Vulona besiegt. Und die Trainerin. Zwergi besiegt die Trainerin. Okay, der ist einfach nur Trainerin oder was? Ich bin raus. Zwergi gewinnt 1540 Pokémon und geht sie aus dem Kampf gegen die Trainerin hervor. War das hier so in Pokémon Gelbe Edition? In der ersten Generation? Oh, Pikachu ist besiegt. War das so, dass die hier keinen Namen hatten? Tja, ich habe es zu unregelmäßig und zu lange nicht gespielt. So, Schlafbruder. Dann kann ich hoffentlich fliehen. Ich will nicht gegen einen Kleinstein kämpfen. Ja gut, da habe ich nochmal eingesetzt. Flucht. Ist nicht schwer, wenn das Pokémon schläft. Ein weiterer Trainer. Ich hoffe, mein Team ist noch fit genug. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Das glaube ich aber auch. Trainer möchte kämpfen. Ja, die haben ja tatsächlich keinen Namen. Richtig so. Smetbo. Dann mal Schlaf, Bruder. Gleich mal einschlafen. Damit ich ein bisschen kämpfen kann. Was? Achso. Ich würde gerade sagen, greift der im Schlaf an?
Ja, ich wollte ja nicht fliehen. Ich wollte hier Pokémon Glutexo. Der ist jetzt der geeignete Kämpfer. Ich hoffe, es schläft weiter. Dieser Knosp schläft tief und fest. Sehr gut. Feuersturm. Na komm. Verbrutzelt, verbrannt, verkohlt. Naja, nicht ganz. Aber es schläft weiter. Das ist gut. Dann können wir weiter einsetzen. Glut. Na komm. Kleiner Flamme gegrillt. Oh. Mist. Aber es schläft noch weiter. Sehr gut. Dann können wir unsere Arbeit leisten. Uns auch bis auf den Stumpf verbrennen. Bis auf die letzte Knospe. Level 33 für Glutexo. So ist gut. Schlitzer. Ja, warum nicht? Frage ist, was Schlitzer jetzt noch vor der Top 4 bringt. Ja, und zwar nicht Feuersturm. Ach, verdammt. Zerschneider und Stärke geht wahrscheinlich nicht. Mehr Taschenattacken können nicht gelöscht werden. Ja, dann lass es. Ja, jetzt keine wichtige Attacke verlernen. Bitte nicht. Nein. Blitzer nicht erlernen. Ja, sehr gut. So, drei weitere Pokémon. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Schlock. Ach, von Lala. Ich will doch nicht weiterkämpfen. Da ich mich gerade erschreckt. Verzeihung. Georg. Komm zurück, Glutexo. Ich will doch nicht weiterkämpfen. Schlock. X-Angriff. Okay. Dann mal Schaufler. Ja, Panzerschutz wird dir nicht viel bringen. Gegen Schaufler. Schaufler wird sehr effektiv sein. Aquaknarre geht natürlich daneben. Und zack. Oh, das ist sehr gut. Na. Panzerschutz. Schaufler. Na komm. Mach's zu Ende. Schlock besiegt. Glutexo in den Kampf schicken. Ja, ich nehme am besten Glutexo. Glutexo gegen Glutexo. In den Kampf der Giganten. Nein. Ich nehme Schaufler. Na komm. Die immer mit ihren X-Angriffen. Na komm. Schaufler. Mach das, Glutexo, alle. Zack. Jo, das bringt viel. Glutexo besiegt. Und der nächste bitte. Ein Glurak, was zum Geier. Nein, ich trau mich mal. Ist zwar ein bisschen lebensmüde gegen einen Glurak zu kämpfen, aber ja, ist nur Level 42. Ein Schaufler wird's bringen, hoffentlich. Na komm, X-Angriff. Tja, wie viel X-Angriff hat der denn in seiner Tasche? Und da ging ihn daneben, was? Was zum Geier. Schlitzer. Heißt du ich? Erdbeben ging daneben. Hilfe? Das ist Überblick. Na komm, versuch's nochmal. Hilfe. Schaufler ging daneben. Angst? Silberblick, zum Glück setzt er nur Silberblick ein. Geofessor ist unversehrt. Mami? Hier bringt schon mal nichts. Na komm. Explosion hat nichts gebracht. Na gut, Georg ist besiegt. Was hat's jetzt gebracht, aber gut. Naja, immerhin. Explosion ist eine blöde Attacke. So, wo wären wir hier? Bei einem wilden Pokémon. Ein Georg. Ich fang's mir gleich, dann habe ich ein neues. Dann schmeiß mein altes weg. Nee. Das wird ziemlich blöd. Georg, Level 44 gegen Georg. Level 48 tauschen.
Stärke habe ich natürlich mit dabei, oder? Pokémon, Protexo, Stärke, yo. Okay, das war ein bisschen blöd. Ach, verdammt. Schlimm, dass wir da nicht wieder hoch können. Dass wir erstmal einen Schritt nach rechts machen müssen. Na komm, flieh. Ja, ich glaube, den Stein können wir so schnell nicht wegbewegen. Da müssen wir erstmal hier den Schalter betätigen. Pokémon Genotexo Stärke. So, okay, jetzt nicht den Stein wieder versauen. Ich gebe mein Bestes, es nicht zu versauen. Na komm, drauf da. Zack. Jetzt muss ich doch was getan haben. Ja, die Schranke ist weg. Wo ist Pokémon? Jetzt können wir nur durch ein Zubat, was ja auch sonst. Nein, wir kämpfen nicht. Es gibt noch genügend Trainer. Oh, und da ist auch schon gleich der nächste Trainer. Wie aufs Wort, wie aufs Stichwort. Die Siegesstraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Das glaube ich dir. Und für mich ist es wahrscheinlich die beste Prüfung. Drei Pokémon. Mal schauen, wie lange wir es hier aushalten, bis unser sämtliches Team niedergewalzt ist. Schlafpuder als erstes. Hat keine Wirkung. Oh Mann. Dann Solarstrahl. Energiefokus. Ja, setzt nur eure defensiven Attacken ein. Solarstrahl. Na komm. Oh, nicht schlecht. Karateschlag. Ich bin am Arsch. Das ist MacBus am Arsch. Wieso dauert dieser Attack nur zwei Runden? Das ist blöd. Muss man darauf hoffen, dass der Gegner eine Attacke einsetzt, die hier auch zwei Runden dauert. Das ist in der Top 4 eigentlich ziemlich blöd. Aber gut. Smetbo besiegt. Aber Marshock auch fast. So, Glutexo, Tauboga und Schillock haben wir. Ich freue mich schon auf die Top 4. Das wird ein Krampf. Ich sag's euch. Es wird ein richtiger Krampf, die Top 4 hier in Pokémon erste Generation. Ich glaube, die wird nicht die schlimmste sein. Also es ist nicht die schlimmste Top 4 in dieser ersten Generation, aber es ist auch nicht bei weitem noch nicht die einfachste. Ich habe Angst, vor allem weil mein Team wahnsinnig unterlevelt ist. Wir wollen hier kein Pokémon Weiße Edition Manöver ausrichten. Na komm. Ich meine, die Trainer schaffen wir jetzt hier noch einigermaßen, aber das sind auch keine Top 4 Trainer. Das sind auch nicht mal Arena-Leiter, deshalb. Ja, das ist nicht mal ansatzweise auf dem Niveau, was wir schaffen müssen. Ja, ich fürchte mich vor den Trainern der Pokémon-Liga. Ihr habt gesehen, was ich im Rivalenkampf gemacht habe, wie der Rivalenkampf abgelaufen ist. Das war nicht ganz so spitze. Ich glaube, Feuersturm ist alle. Deshalb müssen wir jetzt die anderen einsetzen. Karateschlag. Komm, du Texo, halte durch. Puh, das war ein effektiver Attacke. Ja, Feuersturm ist alle. Hat auch nur 5 AP. Ja. Oh nein. Na komm. Noch einmal zwar schneller. Zerschnipple es. Marshock. So, Marshock wurde besiegt. Ein neues Level für Glutexo. Nicht für Marshock. Zwerge besiegt. Und zwar Schwarzgurt. Schwarzgurt, nicht Schwarzgurt. Zwerge gewinnt 1075 Pokémon-Dollar und geht sich Chris aus dem Kampf gegen Schwarzmord hervor. Alles klar. Und dann mal weiter. Wildes Pokémon. Ein Kleinstein. Hau ab. Ich brauche dich nicht. Das
Sag mal, haben wir irgendwelche Items, die wir verschwenden können? Natürlich nicht. Also Gero nicht beleben. Ich hoffe, wir haben genügend Geld, um dann bei der Top 4 ein paar Items zu holen. Welches Pokémon? Ein Kleinstein. Alles klar. Flucht. Und da kommt schon der Trainer hinterher. Jo. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Nee, nicht wirklich. Ich mache es fürs Let's Play, aber... Ja. Jungler setzt Traumato ein. Möchten tue ich es nicht wirklich. Nicht wirklich. Feuersturm ist alle. So ein Kack. Blut. Ich werde jetzt bitte nicht von dem schon besiegt hier. Und Traumato gleich erledigt. Okay. Hypno. Ja, warum nicht? Das hat ja sehr viel gebracht. Hypno brennt. Ah, beide brennen jetzt. Das ist gut. Von Glutexo gleich besiegt ist. Verbrennung ist effektiv. Zerschneider, na komm, ein letzter Hit. Hypno zurückrufen. Ach, solche feigen Dinge. Traumato. Es brennt, das Traumato. Das ist gut. Zerschneider, na komm. Besser als nichts. Psychokinese. Glutexo besiegt. Oh Mann. Unser Team geht zur Neige. Ja gut, wir geben unser Bestes, zumindest noch aus diesem Kampf zu kommen. Dann müssen wir halt die Siegesstraße nochmal von vorne machen. Ist ja ziemlich blöd, aber ja, Verbrennung, das ist nice. Fliegen, das ist auch nicht schlecht. Verbrennung schadet. Das ist halt wirklich Gold wert. Na komm. Hat keine Wirkung, weil wir fliegen. Verbrennung schadet und fliegen. Zack. Fast zu Ende. Noch einmal Verbrennung und dann hat sich das. Na. Ach, nicht ganz. Noch einmal fliegen. Oder macht es die Verbrennung schon? Verbrennung schadet. Hypno. Und zack, besiegt. Tombuga erhält ein neues Level. So, Traumato wird in den Kampf geschickt. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Hoffentlich setzt diese Attacke jetzt nochmal ein. Jo, sehr gut. Oh. Und Traumato ist gleich besiegt. Sehr gut, Verbrennung schadet Traumato. Und da haben wir die beiden. Traumato wurde besiegt. Da waren es noch zwei weitere. Kadabra. Nein, ich kämpfe weiter bis zum Schluss. Bis zum letzten Mann und bis zum letzten Atemzug. Fliegen. Na komm. Hoch mit dir in die Lüfte. Lass dich nicht von einem Kadabra besiegen. Ich sagte, lass dich nicht von einem Kadabra besiegen. Was daran hast du nicht verstanden? Dann lass dich nicht von einem Kadabra besiegen. Was an diesem Satz war so schwer zu verstehen? Surfer, wie wär's damit? Wie der immer seine Pokémon zurückruft. Ein Kadabra. Na komm. Ja, das kriegen wir doch irgendwie gerockt. Blizzard. Ja, ruf du die nur ruhig zurück. Dann wird auch nichts nützen. Ja. Aussetzer. Aha. Surfer wird blockiert. Von mir aus. Ich habe noch andere Attacken. Blubstrahl. Oh, Blubstrahl gegen Psystrahl. Das Psystrahl war eindeutig effektiver. Schlock wurde besiegt. Alle Pokémon von Zergy wurden besiegt. Zergy fällt in Ohnmacht. Und da wären wir also wieder. Oh Mann. Also nochmal den ganzen Weg von vorne. Ich glaube, ich schneide das mal kurz zusammen. Ich schnippel das zusammen. Müssen wir nicht den ganzen Weg nochmal zeigen. Oder? Bis gleich.
seid damit falsches Ende. Lieber Heiler, damit nach oben sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit den Zwingfest verpassen wollt. Man sieht sich im nächsten Part. Da geht's hier auf der Siegestraße weiter. Bis dahin, habt einen angenehmen, förstlichen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.